Nanu, ist das nicht schon wieder der Kürble? War der nicht letzte Woche erst beim Montagsimpuls? Haben die keinen anderen mehr? Doch, doch, keine Sorge. Aber tatsächlich und hallo zusammen. Manchmal ist es so, dass man füreinander einspringen muss, dass man als Ersatzmann aufs Spielfeld muss. Und so ist es halt auch bei uns heute. Und dann mache ich das doch einfach gleich zum Thema. Füreinander da sein, einzuspringen, wenn der andere mal ausfällt, wenn der andere mal eine Hilfe braucht. Ist das nicht eine ganz selbstverständliche Haltung, die wir hier bei uns im Rheinbogen haben, die aber eigentlich alle Menschen guten Willens in unserer Gesellschaft haben müssen? Füreinander da sein, damit diese Gesellschaft, damit unsere Gemeinden funktionieren. Das, glaube ich, ist, tja, vielleicht das A und O, das unsere Gesellschaft, unsere Gemeinden ausmacht. Im Advent können wir das bei uns im Rheinbogen ohne Ende hier füreinander beten, zum Beispiel bei der Happy Hour oder füreinander laufen für die Opfer der Flutkatastrophe in diesem Jahr beim Nikolauf. Es gibt ganz viele Möglichkeiten und Gelegenheiten, füreinander da zu sein und einander Gutes zu tun. In unserer Gesellschaft ist das zum Beispiel auch, sich impfen zu lassen gegen Corona, damit wir nicht andere anstecken, sich boostern zu lassen, um die Gefahr für unsere Gesellschaft, für den Nächsten so klein und so gering wie möglich zu halten. Warum sollten wir das tun? Warum sollten wir uns auf dem großen Spielfeld des Lebens einwechseln lassen als Ersatzmann? Naja, weil er das getan hat. Weil er am Kreuz sozusagen der erste Ersatzmann für alles Schlechte, für alles Böse, wir sagen, für alle Sünden dieser Welt war. Er ist ersatzweise für uns gestorben, um all das Schlechte von uns zu nehmen, um uns von all unseren Sorgen, all unseren Nöten und Ängsten zu erlösen. Wenn das kein Vorbild ist, uns selbst als Ersatzmann auch einwechseln zu lassen. Jetzt gerade so zwischen den Kirchenjahren. Gestern war Christkönig und am kommenden Wochenende geht der Advent und damit das neue Kirchenjahr los. Ich finde, gerade jetzt in dieser Zeit ist es doch gut, nochmal so das eigene Leben, das eigene Denken und Fühlen auf den Prüfstand zu stellen und zu gucken, wo bin ich eine helfende Hand? Wo bin ich der Ersatzmann, den die anderen, den jemand anderer vielleicht braucht, in meiner Nachbarschaft, in meiner Familie, irgendwo auf der Straße, in unserer Gemeinde, in unserer Gesellschaft? Wo kann ich anpacken und ersatzweise für jemand anderen da sein, damit das Leben auf unserer Erde ein bisschen heller wird? Ich wünsche euch dazu in dieser Woche gute Gedanken. Bleibt gesegnet und bleibt behütet.